Damit willkommen zurück zu Anno. Ja, jetzt wieder ein bisschen in der alten Welt, beziehungsweise in Capturoni. Auch wieder mit einem Zeitraffer. Ich habe jetzt angefangen, hier mal ein bisschen was am Hafen zu bauen. Beziehungsweise die gesamte Ecke hier hinten. Ich hatte ja vor 3 Folgen war das ja, habe ich mal irgendwie angesprochen, dass ich gerne mal dieses asiatische Viertel dann bauen würde hier an der Stelle. Explosion, das ist selten. Ein Feuer ist ausgebrochen. Haben wir hier eine Feuerwehr? Ich meine schon. Irgendwo habe ich eine Feuerwehr hingeklatscht. Direkt mal Probe hier. Ja, habe ich auf jeden Fall ein asiatisches Viertel jetzt hingepackt. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schwer damit zu bauen. Erst wollte ich ja einen Innenhof bauen. Habe ich überlegt, ja, also ich habe mir die Ornamente angeguckt. Weiß ich jetzt nicht so richtig, wie die im Innenhof passen. Wie man schön mit diesen Mauern hier damit was macht. Also habe ich jetzt erstmal nur einfach so einen Bereich hier gebaut. So eine Art wie so ein Jahrmarkt da hinten, haben wir sozusagen so einen japanischen oder chinesischen Jahrmarkt, keine Ahnung, welche Kultur jetzt hier dargestellt wird. Auf jeden Fall, also ich würde jetzt erstmal sagen chinesisch, aber ich bin da jetzt nicht so bewandert. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt einfach mal alle Ornamente gesetzt, die wir so hatten. Muss sagen, es war aber auch genau sowas. Also ich konnte ein paar Details hier machen, ich wusste nicht genau, wie ich das hier einsetzen soll, musste irgendwas rum. Ich wollte erst ein paar Büsche oder sowas setzen, habe dann gedacht, ach komm, das Wasser passt auch ganz gut. Dann habe ich hier halt die Brücken gesetzt, da wo so die Wege enden. Na, und dann halt hier aus dem Pavillon mit der Treppe halt in die Richtung, dass man hier sozusagen so durchlaufen kann. Das war zumindest der Gedanke, aber es war halt größtenteils hier wirklich so ein, ich setze einfach mal alles. Die Dinger fand ich irgendwie ganz cool, deswegen habe ich die jetzt auch irgendwie zweimal hier hingesetzt. Und da habe ich noch ein paar Blumen dazu gesetzt. Ich dachte, die roten passen irgendwo wieder am besten. Ja, und dann noch die U-Bahn-Anlage. Die steht jetzt wohl ein bisschen komisch vielleicht, weil die hierhin steht und hier, ab hier ist ja eigentlich Wasser.
Aber vielleicht kann die ja trotzdem irgendwo hier hinfahren und hier gibt es vielleicht noch eine U-Bahn-Station, keine Ahnung. Oder ist hier Endstation und die fahren wirklich nur bis hier hin und dann können die irgendwie drehen. Wer weiß. Ich denke, da ist das schon irgendwie in Ordnung. Ich will irgendwann mal einen U-Bahn-Plan bauen. Ich habe ja schon eine Karte von Capsuloni mal gemacht. Und darauf so eine U-Bahn-Station-Plan irgendwie drauf machen, sobald das hier irgendwie fertig ist. Ja, mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier das Krankenhaus. Das stand hier ja schon so ein bisschen. Das habe ich noch ein bisschen verziert. Hier hinten, da ist noch ein bisschen Baustelle. Und habe hier jetzt noch ein paar Sachen. Ach ja, stimmt. Jetzt muss ich das hier nochmal anpassen. Das habe ich vorher noch gemacht. Habe hier ein bisschen Industrie mal reingepackt in die Innenhöfe. Einfach nur wegen der Skyline. Weil ich dachte mir so, als ich von hier so geguckt habe, dachte ich so, okay, da hinten sind super viele Schornsteine, voll cool. Irgendwie fehlt mir hier vorne ein bisschen was und dachte so, ja komm, hier hinten könnte ich ein paar reinsetzen. Hier passt es ja nicht mehr wirklich. Aber da konnte ich nochmal so zwei reinsetzen. Hier vorne noch einen. Ich weiß nicht, ob der weiße so gut aussieht. Ich wollte erst einen dunklen machen und ich fand den irgendwie auch besser. Von der Skyline aus zumindest. So ein, nee. Wo ist denn der jetzt? Ist immer kleiner. Die beiden, glaube ich, waren das. Das sieht man irgendwie besser als das Weiße. Ich dachte, vielleicht ist es zu viel schwarz, aber irgendwie finde ich es trotzdem besser. Also von der Skyline her finde ich das irgendwie geiler, wenn hier vorne noch ein paar dunkle Schornsteine sind. Ein bisschen nochmal dreckige Industrie. Gleichzeitig denke ich mir so, hier sind die Kinder am Spielen und daneben ist so ein dicker, schwarzer Schornstein. Nicht das geilste vielleicht, wenn das die ganze Zeit hier im Sand bleibt, obwohl deswegen sind die ja so hoch, ne, damit das nicht irgendwie hier direkt wieder runter geht. Ja, das hatten wir halt schon, da habe ich ein bisschen Industrie reingepackt, da habe ich auch ein bisschen Industrie reingepackt, hier ist so ein kleiner Schornstein, na, wir haben hier so ein bisschen was, hier habe ich einen kleinen Frachtbahnhof gebaut, den finde ich wiederum richtig cool, ich mag diese kleinen Bahnhöfe einfach, wir hatten halt, irgendwo brauchten wir so ein Lagerhaus für die U-Bahn, damit die alles holen kann. Und da dachte ich so, ja komm, dann kombiniere ich das gleich und packe hier so zwei Dinger hin mit ein paar Schienen. Ist irgendwie ganz geil. Und ja, jetzt geht es hier so ein bisschen raus auf die Hafenstadt. Ich hoffe, das passt auch später. Also bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich wollte das ja so verbinden, dass man nicht genau sieht, ab wann das Wasser anfängt. Okay, jetzt ist hier alles kaputt. Ja, sollte alles gewesen sein. Irgendwo sollte eine Feuerwehr sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich eine hatten. Muss ich die noch hinzufügen? Nee, da ist eine. Ja, siehst du. Reicht zumindest noch bis dahin. Setz mir hier hinten mal eine hin, so zur Erinnerung. Auf jeden Fall wollte ich das so machen, dass man es nicht genau sieht, ab wann hier jetzt das Land aufhört und wann der Hafenbereich an sich beginnt. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Klar, jetzt gerade noch sieht man das hier ganz gut mit dem Ding. Aber ich denke, wenn das jetzt hier komplett durchgeht, also nicht die Hafenstadt, aber der komplette Hafen noch bis hier hinten durchgeht, hier ein bisschen so ründlich und dann hier irgendwie so lang, dann sollte das, glaube ich, ganz gut aussehen. Ja, ich bin auf jeden Fall hier nochmal durchgegangen, habe auf jeden Fall hier diese Keimmauer nochmal ersetzt. Wir haben, also im Zeitraffer habt ihr es vielleicht erkennen können, da habe ich erst mit einer anderen Keimmauer gearbeitet. Und zwar, ich müsste hier noch zu sehen sein, hier genau die hier habe ich erst genutzt, wo immer diese Brückenelemente drin sind. Da sind auch diese Mauern drumrum. Ich habe auch gar nicht an die normalen Keimauern erst gedacht, dass ich die auch nutzen könnte. Hab die auf jeden Fall immer irgendwann ersetzt. Ich fand es jetzt irgendwie so besser. Damit nicht immer die Mauern da einerseits sind und hier im Hafenbereich auch einfach eine Mauer ist und nicht immer diese brückenähnlichen Dinge. Gefällt mir das auf jeden Fall besser. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen einen Steg. Ich habe hier noch ein Boot hingesetzt. Hier noch ein paar Sachen, kleine Ornamente hinzugefügt. Hier habe ich noch einen Baukran oder einen Hafenkran hingesetzt. Hier ist auch tatsächlich ein Anlegesteg, also das ist ein echtes Schiff hier mal. Ups. Vieles Verzierung. Hier habe ich einen kleinen Hafen hingebaut. Ne, soll so ein bisschen an einen modernen Yachthafen erinnern. Aber ich denke, sowas gab es ja auch damals. So ganz viele Stege einfach, wo ganz viele Boote einfach anlegen können. Er hat auch private Boote und so weiter, damit die irgendwo einen Platz haben. Vor allem bei so einer kleinen Venedig-Stadt. Super viele Brücken, super viele Kanäle, ne, also auch mal ein bisschen mit
Na, Einbiegungen drin, Kreuzungen. Hier geht es nochmal komplett lang. Da habe ich nochmal eine komplette Schneise reingezogen. Ja, damit die Brücke, also die Brücke hier einmal genutzt wird. Das ist ja diese lange Straße von dem Besucherkai aus. Die kommt dann hier einmal lang. Und was sehr cool ist, ist, hier kommen ja die beiden Flüsse an. Und durch diesen Big Harbor haben wir einfach die Möglichkeit, hier die Sachen einfach zu verbinden. Genau an dieser Stelle sind so fünf Dinger, womit man den Hafen links und rechts verbinden kann, was ich super geil finde. Und den nutzen wir natürlich dann mit einer Brücke. Also geplant war eh hier, dass hier ein Fluss lang durchgeht. Aber ja, mehr eigentlich jetzt nicht. Aber ich mache es jetzt hier einen Fluss lang, da einen Fluss lang. Damit das Wasser hier auch irgendwie ablaufen kann natürlich. Aber ich wollte das so gut es geht irgendwie so ein bisschen verbinden. Mal schauen, wie mir das noch so gelingt in Zukunft. Hier haben wir jetzt eine Markthalle, weil mir eine in dieser Richtung jetzt langsam mal fehlte. Also viele Markthallen haben wir ja nicht. Die haben eine extreme Reichweite. Das ist auch echt schön. Und habe jetzt hier eine Markthalle hingesetzt. Ich habe jetzt noch eine zweite Markthalle hier hingesetzt. Weil ich dachte, vielleicht kann man jetzt hier mit so einem Bootsteg hier so ein bisschen Fracht hinlegen. Und dann so eine Art Fischmarkt machen. Ich meine, ich habe keine Ornamente für den Hafen. Leider. Ich habe auch nochmal geguckt, ob es Hafenornamente gibt. Und es gab mal eine von hier Muggenströmer. Aber die gibt es irgendwie nicht mehr. Da war auch so ein Leuchtturm bei, der auf so einem Fels ist und so. Sau cool. Die hätte ich echt ganz gerne, die Mod. Aber die gibt es irgendwie nicht mehr. Zumindest finde ich die nirgendwo. Und also auf Nexus ist die nicht mehr. Und auf Reddit hat er irgendwann mal was geschrieben, dass er irgendwie die updaten möchte. Und ja, keine Ahnung, was daraus geworden ist. Irgendwie ist die nicht mehr da. Auf jeden Fall soll das hier so ein kleiner Fischmarkt werden. Und dann soll die Stadt hier auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen und sich so ein bisschen hier ausdünnen. Und hier irgendwann wird es dann wahrscheinlich nur noch Hafen. Kann natürlich sein, dass ich die Stadt wirklich hier noch weitermache. Aber das wird sich dann zeigen in Zukunft. So, das ist jetzt erstmal das, was ich machen wollte. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit euch hier weiterbauen. Ich möchte gerne diese Flussseite, dieses ganze Eck, ganz gerne mal fertig machen. Damit das langsam mal hier Gestalt annimmt. Aber mir ist es jetzt erst aufgefallen, wie groß unsere Stadt einfach schon ist, ne? Ich dachte irgendwie, ja, wir sind noch am Anfang so ziemlich. Aber es hat sich doch schon in den letzten Folgen was getan. Also in den letzten Folgen vor der Arktis. Also ich glaube, den Bereich, den ich hier gebaut habe, das ist schon übel, was hier an Gebäuden dazugekommen ist. Und dieser ganze Abteil jetzt hier noch dazu. Ist schon viel. Also wir haben eine komplette Skyline. Natürlich, das da hinten. Das sind immer noch die Investorenhäuser, die nicht wirklich gelten. Ah, stimmt. Da komme ich jetzt gerade zu was. Könnt ihr mir mal erzählen, wie das funktioniert mit der U-Bahn-Station? Also die Leute, die es wissen. Weil, also ich habe hier eine U-Bahn-Station. Wie man sieht, erreicht die ja kaum Gebäude. Ne? Also die muss ja viel, viel größeren Radius haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch noch viel, viel stärker wird. Weil ich habe hier ja einen Buff, der die Reichweite der öffentlichen Dienste erhöht. Also ich hoffe auch die Reichweite dann von der U-Bahn-Station. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich hoffe auch die Reichweite wird größer. Damit sie nicht wieder unken, das Handbuch zu lesen, wäre schwieriger als die Maschine zu bedienen. Ja, danke, dass du mir ins Wort fällst. Also ich hoffe auch, die Reichweite der U-Bahn-Station wird größer und dann auch die Reichweiten der Dienste. Also das, obwohl die Reichweite der öffentlichen Dienste ist mir gar nicht so wichtig. Ich hoffe einfach nur, der Radius von der U-Bahn-Station wird größer, weil die haben halt hier bei der Zufriedenheit halt diese U-Bahn. Und die möchte ich gerne bei jedem Ding hier erfüllt haben. Und ich gehe halt eigentlich davon aus, dass die erhöht wird, wenn wir das hier erhöhen. Da steht halt jetzt bescheidenes U-Bahn-Netz, öffentliche Dienste-Buff. Und ich gehe mal davon aus, dass es hiermit zusammenhängt, weil das ist ja auch die Metropolitan Transport Department 1 von 4. Aber wie kriege ich denn hier 2 und 3 und 4 von 4 hin? Wird mir das irgendwie noch freigeschaltet, sobald ich Hochhäuser habe? Weil dann ist es eh Zukunftsmusik. Oder muss ich irgendwas dafür machen? Also ich habe ja halt schon ein paar U-Bahn-Stationen gebaut. Deswegen denke ich mir so, eigentlich sollte doch alles laufen. Wir haben eine U-Bahn-Fabrik, wir haben U-Bahn-Stationen. Wir haben eigentlich alles gemacht, was dieses Gebäude mir zumindest sagt. Aber ich habe hier halt keine Buttons. Ne? Ich kann hier nichts auswählen. Das ist das U-Bahn-Netz. Und hier kann ich an sich auch nichts auswählen. Außer die mittlere U-Bahn-Station noch bauen. Aber die haben wir auch noch gar nicht gebaut. Aber die haben ja auch keine Reichweiten.
Weil wenn die Reichweite wirklich so bleiben sollte, wie bei der U-Bahn-Station jetzt hier, dann würde ich gucken, ob ich in der Mod das vergrößern kann, wenn das nicht selbst das irgendwie macht. Weil ich möchte jetzt nicht, weiß ich nicht, 3 U-Bahn-Stationen jetzt hier irgendwie haben. Weil die haben halt, wie gesagt, echt wenig. Ich weiß gar nicht, wo kann ich das am ehesten sehen? Obwohl, wenn ich draufklicke, ne? Ja, hier. Ist das die U-Bahn? Ne, genau. Wir haben hier eine U-Bahn-Station, wir haben hier eine U-Bahn-Station. Hier geht's so ziemlich. Aber ich denke mal, der, nee, ja, hier, guck mal, der hat schon wieder keins. Obwohl da und da eine U-Bahn-Station ist. Das ist mir zu nah dran, als dass ich hier schon wieder eine U-Bahn-Station bauen würde. Na, und da haben wir auch schon wieder eine. Also ich denke mal, das ist schon in Ordnung, so von den Reichweiten her. Ich habe ja Bock, mehrere zu bauen. Aber jetzt auch nicht unzählig viele. Vielleicht muss man mir auch mehr mit den kleinen U-Bahn-Stationen arbeiten. Weil ich glaube, als ich mir die mal angeguckt hatte, ich glaube, das Ding habe ich mal gebaut. Und das konnte man dann später in so ein Hausding verfrachten. Also das ist genauso groß wie ein Haus. Und das kann man dann später so ein Skin geben, wo ein Haus drüber ist. Also von mir aus soll er die einfach mal bauen. Da gucken wir einfach mal. Vielleicht ist das auch Sinn der Sache, dass man das überall in die Häuser integriert. Und dann überall eine U-Bahn-Station hat. Das kann natürlich auch sein. Naja. So, jetzt haben wir hier eine Schule. Generell müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier so Schickes hinbekommen. So, jetzt habe ich diese Häuser. Bitte einmal das hier. Das ist das Mindeste. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Hier ist noch ein Hafenteil. Ist ein bisschen doof. Geht hier perfekt nicht auf, leider, die Straße hier. Sonst wäre es echt toll. Aber ich denke, ich werde es so lassen. Und dann gucken wir mal ein bisschen. Also heute, wie gesagt, keine Arktis. Heute mal ein bisschen wieder alte Welt. In der Arktis bin ich ja zumindest mit der Story beim letzten Mal fertig geworden. Klar, da gibt es jetzt noch die Hochebenen und so weiter. Aber das ist alles noch so, ja, das muss es jetzt für mich nicht sofort sein. Ja, das hier oder das hier? Ich glaube, ich bleib bei dem normalen. Sowas könnte man hier ganz gut hinsetzen. Obwohl, hier passt es besser, wenn es... Ach, das haben wir hier nicht. Irgendwo habe ich doch bestimmt so eine Litfaßsäule, oder nicht? Ne, habe ich nicht. Also hier würde es wohl trotzdem besser passen damit. Machen wir sowas hier. So ein paar Ornamente einfach mal da hinsetzen. Ja, Innenhöfe und so weiter, das muss ich mir mal überlegen. So, was ist das jetzt hier? Hier haben wir eine Straße. Du bist hier. Hier haben wir so einen so einen Flussbauplatz. Da können wir natürlich irgendwas machen, was auch gut aussieht. Wo habe ich die Flussdinger da? Das wäre wahrscheinlich das Nützlichste, obwohl das brauchen wir auch gar nicht, weil wir überall schon Strom haben. Sowas könnte man machen. Ja, das ist... Also das hier finde ich nicht so hübsch. Das blockiert einfach den kompletten Fluss irgendwie. Ich mag das hier eigentlich ganz gerne. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt hier reinpasst. Also kein Gebäude passt hier wirklich sehr gut rein. Das hier an sich am ehesten. Weil hier Ingenieure sind. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt gehen möchte. Okay, ich habe jetzt hier einfach mal provisorisch eine Straße reingepackt, aber ich glaube, das wird nix. Ich glaube, das geht hier generell nicht auf, wenn ich es richtig sehe. Mal ganz kurz schauen. Nee, geht perfekt nicht auf. Ist auch wieder super. Okay, da müssen wir uns was überlegen. Das heißt, eigentlich wollen wir hier schon rein, ne? Ja, genau. Dann würde ich aber sagen, machen wir die Schule vielleicht so. Vielleicht noch ein bisschen weiter hier hinten irgendwie hin. Vielleicht auch nicht mit Beton. Der Rand der Schule ist halt leider mit Beton, ne? Das kann man aber auch nicht ändern. Kann man überhaupt irgendwas ändern? Irgendwas ändert sich, aber ich... Ja, die Farbe. Ach so. Ob das so ein Ding ist oder Altstadt. Das war das. Ah ja. So, nochmal die Häuser. Zum zigsten Mal.
So. Ich fände es auch so schön, wenn ich hier auf dem Hafen diese Gebäude setzen könnte, ne? Das wäre so viel besser. Musste auch hier, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich musste hier ganz, ganz viel drauf aufpassen, dass die Gebäude, hier sowas zum Beispiel ist cool, ne, wenn er einfach nur Fenster hat, aber es gibt hier und da auch mal, ja, da ist so eine Ecke, lässt sich nicht ganz vermeiden, aber hier ist zum Beispiel auch eine Tür, die einfach dahin führt. Ich denke mal einfach, da ist jetzt keiner mehr drin. Ich würde am liebsten überall so einen Steg noch haben, also so einen Steg wie hier, aber das kann man halt leider nicht. Dass da überall noch so ein kleiner Steg vor ist. Aber wie hier zum Beispiel, das ist halt leider sehr unschön. Aber es lässt sich halt kaum vermeiden. Muss wirklich gucken, welche Gebäude man hier nimmt. Welche gehen. Das hier geht gerade noch so. Da ist natürlich das Fass ein bisschen, aber hundertprozentig geht es halt nicht. Aber ich finde diesen Flair halt so cool. Wenn man hier einmal durch die Kanäle guckt. Und die Gebäude einfach so links und rechts direkt am Kanal sind. So ein bisschen halt wie in Venedig. Denke ich mal. Soll ja zumindest den Style anmuten. Ich hätte auch gern diese Ecke ja lieber hier als da. Aber das kann man halt leider auch nicht. Kann es halt so drehen. Das will ich sogar so haben. Denke ich nicht. Ist, glaube ich, so besser. Ja, ist schon schwierig, das Ganze. Ist halt alles knifflig. So, jetzt reiß erstmal diese ganze Straße hier komplett weg. Gucken wir mal. Könnten hier direkt eigentlich rüber. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. So, und hier könnten wir auch eine Straße komplett durchmachen. Jetzt würde ich hier gerne einen Spielplatz reinsetzen. Das Ding ist, Spielplätze haben leider nur diesen weißen Skin und die Schule leider nur den. Obwohl, wir können vielleicht Schule anpassen. Das wäre vielleicht eine Idee. Auch mal so einen Spielplatz. Ich hole mir den von hier hinten. So. Dann nehmen wir das hier mal. Wie groß ist die Schule? So. Setze ich mal. Passt perfekt. Ja, ist ziemlich eintönig jetzt leider, ne? Obwohl jetzt, wenn die Kinder drauf sind, die ganzen Spielgeräte, geht's eigentlich sogar. Das kann man schon so machen. Ja, passt wohl. So, jetzt kommen da ein paar Bänke hin. So. Blaue und rote Schirmchen. Zum Abwechselnd. Hier eine Uhr. Ich würde das hier gerne ein bisschen abgrenzen. Vielleicht mit einer Art Zaun. So eine Hecke vielleicht. Naja, warte. Ich glaube, das ist tatsächlich besser, wenn wir das Ding nehmen. Das können wir nämlich auch hier vorsetzen und dann hier einfach nochmal. Vielleicht auch so und so. Nee, das ist too much. Ja, einmal so. Na komm. Kann damit so ein bisschen die Bäume beeinflussen, die da drauf sind. So. Aber ich glaube, das resetzt sich ja nochmal zurück. Ich meine, ich hatte schon mal die Erkenntnis. So, hier mache ich überall nur das da. Ich denke, das ist okay. Man sieht jetzt leider wieder die Grenze so ein bisschen, ne? Dadurch, dass das Teil da ein bisschen höher sitzt. Ist leider so. Kann man nichts dran ändern. So, hier gehen tatsächlich noch Gebäude hin. Ist die Frage, will ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir bleiben mal lieber so. Machen hier mal lieber nur so einen Zaun vor. Machen da mal so eine Ecke rein. Sowas kann jetzt hier vor. Eigentlich nicht so wirklich viel. Sieht das denn aus, wenn man so ein weiß Kram vorhat? Ah, es geht. Kann man schon machen. Dann können wir nämlich einfach so ein paar Ornamente hier so hinsetzen. Den Baum finde ich immer noch ein bisschen komisch. Der hat ja so eine Umrandung. Ups. Auch wenn man den jetzt so setzt. Da ist irgendwie so ein kleiner Zaun drum.
So ein, von wegen, berühr den Baum nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch. Hier habe ich Bock, hier so ein Ding hinzusetzen. Das Ding ist... Haben wir das nicht als Straße irgendwo? Hier? Ja, natürlich bleibst du trotzdem da. Ja, perfekt. Ist weggegangen. So. Eine kleine, kleinen Weg da mal hinsetzen. So auf die Ecke. Ja, was packt man da jetzt hin? Töpfchen, nö. Das ist immer das, was am längsten dauert. Deswegen mache ich meistens die Innenhöfe auch nicht mit im Cut rein. Weil sonst muss ich die ganze Zeit pausieren, die Aufnahme, und wieder Play machen, während ich überlege. Dann mache ich lieber sowas. Ich meine, ihr habt es ja jetzt allein hier gesehen, wie viel Überlegungsarbeit hier manchmal drin steckt. Ich habe es jetzt mal nicht komplett rausgeschnitten, ich habe es drin gelassen. Wie ich einmal das Ding hier gebaut hatte, dann aber noch hier recht viel Platz, das ganze Ding wieder abgerissen und neu rein. Na, und das gleiche gilt eigentlich auch mit den Kaimauern, dass ich die komplett wieder weggerissen habe. Das ist halt so viel Kram, den man... Also der noch viel, viel länger dauert eigentlich. Ich habe auch hier... Ich glaube, das war die Ecke. Nee, die Ecke war es. Die war vorher... War da so eine Kuhle drin. Die habe ich auch anders gemacht. Das ist dann immer so... Wenn ich den Cut dann beendet habe, dann gehe ich da nochmal rüber und dann sieht man nochmal so viele mehr Dinge, die man noch anpassen könnte oder kann, und mache ich dann auch. So, ein paar Bäumchen. Dann nehme ich meinen Stempel mit den Blumen und Pflanzen und Büschen und dann packen wir die da rüber und dann passt das auch. Dann ist die Ecke schon mal fertig. Das habe ich ja hier an der Stelle auch gemacht. Da habe ich auch Bäume und Pflanzen überall hingesetzt. Der ganze Rand. Aber es ist so cool mit diesen Diagonalen überall. Das sieht so schön, so viel schöner aus, wenn man sowas hat, als dass es einfach nur eckig ist. Es macht so viel aus. Das glaubt man manchmal gar nicht. Wie sieht's hier aus? Du brauchst noch ein Weilchen. Okay. So, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir machen vielleicht sogar die Straße auch durch. Es hat so ein bisschen Straßenbahncharakter, finde ich, dadurch, dass die Schiene hier zwischen den beiden Straßen lang geht. Aber ich hatte ja auch mega zu strugglen, wie ich das hier mache. Aber es mussten einfach zwei Straßen sein. Mit den Schienen. Also hier kommt dann, sobald wir in den Besa waren, das Forschungsinstitut hin. Und hier möchte ich ganz viele... Also eine Universitätsinsel haben. Und das wird dann auch recht grün, denke ich mal. Also wird sich dann noch zeigen, aber ich denke mal, das wird sehr viel Gärten und Grünkram geben und nur vereinzelt Gebäude. Also viele werden es hier nicht. Ich versuche die dann eher mal hier so ein bisschen aufzuteilen. Mal schauen, wie das so wird. Auf jeden Fall möchte ich auf dieser Seite noch nur die Ingenieursgebäude haben. Und jetzt sollten wir eigentlich auch anfangen, hier ein bisschen mit Diagonalen zu arbeiten, denke ich mal. Ist jetzt die Frage eigentlich ja schon hier direkt. Probier's mal. Einfach mal angucken, wie das so wird. So, ich glaube, in der Richtung macht man das dann. Na komm, dreh dich mal. Genau, wir machen das jetzt so. Ich möchte eigentlich auch gerne mal so diagonale Plaza-Dinger haben, die aber nicht so breit sind. Weil es muss nicht unbedingt immer so breit sein. Vielleicht können wir das auch direkt mal hier einbauen. Können wir auch die U-Bahn-Station einfach mal hier reinsetzen. Das Leben ist wie Salzwasser. Man wird dann gebaut. Ist auch eine coole Baustelle an sich, ne? Ist einfach so manchmal in der Stadt zu lassen. Keine Ahnung. Hat auch was. So, wir dürfen es natürlich auch nicht zu groß machen. Beziehungsweise müssen gucken, wenn wir von hier aus noch so ein Ding machen. Oh, toll, das geht ja gar nicht auf.
Uff. Weder wird das riesig oder es geht nicht auf. Dann geht es lieber nicht auf, denke ich. So. Dann machen wir hier irgendwie die Diagonale. Gucken, ob das Ding überhaupt bleibt. Nee, scheiße. Das ist es. Oh, das geht perfekt. Nice. Das ist schon mal gut geworden. Na, die Ecke ist immer ein bisschen... Naja. Also sehr eng. Aber so ist das halt. So, jetzt können wir hier... Nee, obwohl... Ich glaube, ich möchte lieber so Fußgängerzonenmäßig das hier haben. Das heißt, wir machen das jetzt mal so. Nur wieder mal so eine Straße dazwischen. Hier sind recht viele Laternen irgendwie hingekommen. Jetzt mal hier eine weg. Ja, keine Ahnung. So, da haben wir den Viererplatz jetzt zwischen. Ist natürlich nicht so schick, dass wenn ich den wieder wegmache. Das ist in Ordnung. Jetzt sehen die Laternen auch gut aus. So. Also ich finde ja irgendwie das Beste, was da immer aussieht, sind einfach diese Büsche. Na, es bleibt auch in dem Stil zumindest treu, was wir hier immer haben. Aber hier zum Beispiel sind auch einfach keine Büsche mehr drin. Ist so ein bisschen frech. Dass dann manchmal die Bäume verschwinden. Naja. Ich glaube, das ist beim jedem Mal Neuladen halt irgendwie anders. So, was man jetzt hier reinmacht, ist natürlich noch die Frage. Aber das wird jetzt eh noch upgegradet. Die Farben und so weiter, die passe ich dann irgendwann später nochmal wieder an. Also hier sollte dann auch eigentlich eine Brücke rüber. Aber kann man damit eine Brücke bauen? Nee, ne? Nee. Schade eigentlich. Dass das nicht geht. So, hier ist es jetzt doch recht eng geworden, leider. Das gefällt mir nicht. Ohne Straßen stoppt der Fortschritt. Nee, das ist scheiße. Das darf, das können wir nicht so bauen. Wir müssen das hier irgendwie anders machen. Oder? Ja, so. Ja, das könnten wir machen. So. Da haben wir einen kleinen Schwung drin für die Diagonale hier. Trotzdem das noch so. Ja. Jetzt machen wir das auch wieder weg. Jetzt ziehen wir die Straße hier durch. Müssen wir das hier aber nochmal ein bisschen anpassen. Also, die drei hier, den dahin. Das hier. So, was macht man jetzt mit der Diagonale? Das ist eine gute Frage. Oder muss man hier jetzt schon... Nee, ich möchte eigentlich gerne eine Straße da lang haben. Also, es wäre einfacher, mit diesem Pflaster jetzt hier eine Diagonale zu machen. Aber das will ich nicht. Nee, der ist es nicht. Also man kann damit halt... Nee, hä? Das ist die... Der Kack. Wo ist denn der? Den hier, meine ich. Wir könnten halt damit so ein bisschen Diagonale antäuschen. Ja. Eigentlich will ich... Aber lieber eine komplette Grenze haben. Also so zaunmäßig. Wir könnten auch... Hiermit? Kann man das anpassen? Der, nee, der ist es ja nicht. Ich würde gern den hier halt nehmen, diesen Busch. Aber das kann ich nicht zu Pflaster machen. Oh Mann, ist das alles schwierig. Warum gibt es den denn nicht? Na, dann bleibt das so. Büsche mal weg. Weiß nicht, ob ich hier komplett Pflanzen lang haben möchte. Wir gucken mal, wie es aussieht. Und dann kann ich mich immer umentscheiden. So, ein bisschen verwuchert hier. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen anpassen.
So, lasse ich das jetzt so. Hier ist es schon fast egal. Meine Hände sind fertig. Lass da mal diese drei Bäume, obwohl der sieht nicht so gut aus. Ölsauger, nee, will ich nicht. So ein bisschen so ein Vertreter, der dann immer was andrehen möchte, der Nate. So eine Pflanze. Ja, die weiße finde ich schon ganz gut. Aber dann so ein bisschen da rein. Die genau so. Ne, die darf dahin zeigen. Jetzt möchte ich die gelbe haben und dahin. Ja, so ist schon in Ordnung. So ein bisschen ist das so ein bisschen rüber auf der Straße, aber das ist halb so wild. So, hier machen wir ein ganz klassisches Rechteck. Besonderes. So, und jetzt haben wir hier die Post. Hier ist nochmal was Besonderes. Habe ich euch das jemals gezeigt? Da bin ich immer ein bisschen rumexperimentieren gewesen. Hab gelernt, was das hier alles ist. Hab ich jetzt angeklickt. Studiummodus bei OBS. Ups. Keine Ahnung, was das ist. Hier gibt es U-Bahn-Durchfahrt. U-Bahn-Durchfahrt mit Brücke. U-Bahn-Durchfahrt ohne U-Bahn. Und die 24 Stunden. Und die U-Bahn ohne, eins von den beiden ist das. Das hier, glaube ich. Da fährt jetzt das einfach durch. Also man nutzt das hier, dieses Ding hier, U-Bahn-Durchfahrt mit 24 Kacheln. Also die U-Bahn spawnt sozusagen 24 Kacheln irgendwie vorher, irgendwo da. Und dann kann, also man kann das wahrscheinlich auch ein bisschen weiter wegsetzen. Es fährt halt 24 Kacheln von hier aus, spawnt das irgendwo, fährt hier durch und fährt dann einfach hier weiter. Und wenn man dann das Ding nimmt, also das Teil hier, U-Bahn-Durchfahrt ohne U-Bahn, dann rollt da ja generell keine. Dann wird einfach nur das genommen, weil hier von dem Ding eine U-Bahn spawnt. Und dann passt das nämlich auch perfekt. Sehr, sehr cool. Kanntet ihr wahrscheinlich eher alle schon, aber ich fand es nice, als ich es rausgefunden habe. Von daher, und dann fährt die ja hier dementsprechend auch noch rein. Frag mich gerade, ob das hier da noch reinfährt und dann spawnt oder so. Aber sollte wohl passen. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar U-Bahn-Dinger. So, das Teil ist für dieses Ding hier gedacht. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir jetzt nochmal hier so einen kleinen Umschlagsplatz mit Zuglinie hätten. Aber ich habe hier eine Zuglinie, da eine Zuglinie. Man könnte... Ah, ich weiß nicht, ob man die jetzt hier lang fährt. Lang fahren lassen, was? Kann ich reden. Hab's verlernt. Also hier einmal so durch. Das ist halt genau die Brücke. Also das würde auch nicht aufgehen. Dann ist das hier einfach so ein Umschlagsplatz mal so. Wir haben hier eh nochmal einen neuen Flussbauplatz. Jetzt kommen die ganzen Flussbauplätze und ich weiß nicht genau, wie ich es damit bauen möchte. Das hat halt eigentlich voll Stil. Wirkt aber irgendwie geiler in so einer alten, in so einer Altstadt. Finde ich. Und die habe ich halt hier nicht wirklich. Ich glaube, es gibt auch kein Altstadt-Skin für die Ingenieurshäuser, ne? Schade eigentlich. Das sind auch Handwerkerhäuser. Warum dafür eigentlich nicht? Backstein, blaue Dächer, grüne Dächer. Also wahrscheinlich, weil das die Rand-an-Rand-Gebäude sind, ne? Also Wand an Wand. Reihenhäuser. Keine Ahnung. Ich bin so unentschlossen, was ich hier bauen möchte. Also hier kann man wieder so eine Brücke drüber setzen. Man hat hier generell sehr viele Brücken. Muss mal ganz kurz Gedanken machen. Okay, ich habe jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Und zwar habe ich gesehen, wir haben hier ein Restaurant, eine Bar. Café und eine Bar. Ich würde einerseits ein Café hier hinsetzen. Dann hätten wir hier schon mal was Besonderes in der Ecke. Dann können wir vielleicht noch ein paar Tische drum setzen. Ich sehe gerade, das sind ja voll besondere Tische. Sowas haben wir, glaube ich, gar nicht. Wird man denn sitzen? Die Dinger? Ich glaube, die kommen irgendwie am nächsten. Da sind aber Gerichte drauf. Das sind so Stehtische. Hat halt noch solche. Auch mit den Pflaster. Jeweils. Das ist ja geil. Wusste ich gar nicht, dass man die immer so in diesem Pflaster hat.
Ja, welche nimmt man da jetzt? Das sind halt eckige. Ich würde jetzt erstmal die eckigen nehmen. Die dann eher für ein Restaurant. So. Würde ich sagen. Dann macht man so eine Halbwand vielleicht. Ich würde am liebsten diese Dinger hier... Ah, warte mal, die haben wir nicht mit dem Boden, ne? Oder wir machen alles mit einem anderen Boden. Ich habe es versucht, aber es fährt kein Bus dorthin. Ja, eine Bushaltestelle. Guter Einwand. Schade. Wie gerne ich auch das hier hätte mit so Efeu dran, ne? Das ist so eine Gartenwand. Ne? So überall grün bewachsen. Ist ja so geil. Würde ich in einem anderen Spiel so bauen. Wenn ich die kreative Freiheit zumindest besitze da. Oder habe. Aber ich reiß nur das Teil weg, naja. Aber ich würde halt gerne eine Wand haben, die aber auch so ein bisschen... Also Zaun geht natürlich auch. Da hätten wir zumindest noch ein bisschen Grün durch die Bäume. Aber bin ich jetzt auch nicht so begeistert von. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, seht ihr? Bin ich trotzdem am Rumgrübeln, was ich machen soll. Ja, Pflanzen. Ich möchte halt eine Wand haben. Das wäre mir wichtig. Eine halbe Wand irgendwie. Man könnte auch komplette Backsteinwand nehmen. Fände ich jetzt aber ein bisschen zu heftig. Ich möchte halt eine Wand haben, die aber gleichzeitig irgendwie edel aussieht. Am besten noch ein bisschen Grün drin hat. Ich denke, da ich nicht alles hinkriege, bleibe ich vielleicht sogar eher bei dieser hier. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich es jetzt mit dem Boden mache. Entweder machen wir hiervon ein und nehmen so eine Art Betonboden. Oder den hier. Den habe ich schon häufiger genommen dafür, ne? Der hat zumindest diesen Pflastercharakter. Ich denke, das ist auch okay. Dass wir dann einfach damit reingehen. So und so und die Ecke. Machen wir das mal. Und dann setzen wir aber selber noch Bäumchen hin. Jetzt die Frage. Wir haben jetzt hier nur das Teil mit dem Boden. Oder wir bleiben komplett bei dem... Nee, ich möchte ja das angepasst haben an dem Rand hier. Mann, ist das schwer. Man hat so viele Möglichkeiten, aber noch nicht die perfekten. Die Möglichkeiten, die ich gern hätte. Zwar vielleicht dann von hier. Da hätte man zumindest... Ja, da ist aber auch der Boden drunter. Aber ich glaube, es bleibt mir auch keine andere Wahl. Aber den Baum möchte ich dann nicht nehmen. Das ist auf Sockel. Das ist hübsch. Das mag ich ganz gerne. Aber das ist der falsche Boden. Da ist ein Blumenkübel. Den finde ich auch ganz geil. So, der. Die Presse. Wir können, glaube ich, gerne einen farbigen Baum mal nehmen an der Stelle. Farbig meine ich farbig. Hallo, da. Gelbe. Weiß ich jetzt nicht. Sehen gelbe Bäume cool aus? Kann man daraus irgendwie noch eine Kombination machen? Nicht nur gelbe, sondern auch noch die vielleicht. Ja, maybe. So, jetzt nächste Überlegung. Wir haben noch die Diagonale. Da haben wir schon wieder ein anderes Pflaster, ey. Das ist kompletter Mix. Das ist echt scheiße. Das ist echter Murks. Ist das hier eigentlich eine andere Ebene? Würde ich gerade. Ob man hier komplett was anderes macht. Das ist ein bisschen knifflig. Rein theoretisch. Ich probiere mal ganz kurz damit aus. Ja, tatsächlich. Okay, das ist eine andere Ebene, deswegen wird das nicht darüber überschrieben. Ja, dann können wir auch so machen. Dann machen wir das doch so. Dann haben wir doch mal komplett andere Möglichkeiten. Machen wir das alles weiß. Machen wir das alles weg. Dann brauchen wir dich auch nicht mehr. Du kommst da weg. Alter, das ist ja so viel besser jetzt. Wenn wir das weiße mögen, wenn die dieses weiße Ding haben, einfach dieses weiße Pflaster. So, dann nochmal, bitte. Kübel. Haben wir jetzt hier bei dem weißen, glaube ich, nicht. Doch, bestimmt.
Und da ist sogar ein richtig hübscher Kübel. Und perfekt auch der gelbe Baum, den ich wollte. Dann dieser pinke oder so. Ob das jetzt so gut ist, wenn ich jetzt hier nochmal... Vielleicht eher so. Diagonale. Jetzt hätten wir da die Möglichkeit, mit diesem Busch hier was zu machen. Nee, aber wir kommen da ja nicht mehr hin. Das heißt, da müsste der Busch schon sein. Ob das jetzt gut aussieht, schauen mal. Okay, dann ist auch direkt so ein Baum dran. Finde ich jetzt aber auch gar nicht mal so verkehrt. Da müsste jetzt noch eine Diagonale. Da müsste eine Diagonale. Ich glaube so. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine gerade hin muss. Wir schauen gleich mal. Hier muss das auf jeden Fall hin und da muss das hin. Ja, und dann noch die Diagonale. Genau. Gerade. Ja. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, jetzt könnte man hier noch vielleicht ein kleines Ornamentchen hier hinsetzen. Einen kleinen Blumentopf oder so. Ich mag den hier auch voll gerne. Ist ein bisschen übertrieben, aber... Ich finde das ja auch irgendwie... Ach nee, das ist das Vier-Pfoten-Café. Das finde ich so toll, den Namen. Den will ich lassen. Weil das gerade irgendwie Blütenpracht nennt oder so. Also irgendwie was auf Blume bezogen. Aber ich denke, wir werden da einfach jetzt mal ein bisschen normales Pflaster reinsetzen. Man braucht auch ein bisschen Lauffläche. Und ich möchte auch meine Leute nicht... Obwohl, da ist schon viel Platz zwischen den Tischen. Ich wollte gerade sagen, die müssen nicht eng an eng setzen. Aber ganz ehrlich, das kenne ich aber anders. Da gefühlt, da ist doch noch ein Tisch zwischen. Das finde ich immer richtig ätzend. Wenn du essen gehst und dann einfach... Weiß ich nicht, alle Leute so richtig nah an sind. Oh Gott. Alter, was ist mit meinem Kopf los, ey? Also entweder schlafe ich zu wenig. Nah aneinander. So, mein Gott. Ich kann nicht mehr richtig reden. Ja, super. Jetzt ist Vier-Pfoten-Kaffee weg. Ich glaube, wir können aber ruhig ein paar mehr hin. Scheiße. Nicht nur das Vier-Pfoten-Kaffee ist weg. Ich weiß auch nicht, welches Gericht da jetzt gerade drin war. Och nö. Jetzt muss ich eine Aufnahme nachschauen, glaube ich. Touristen. Aber es war ein Café, meine ich. War das Vier-Pfoten-Café. Haben wir doch noch andere Skins für. Ich habe es vorhin versucht, mal eben kurz umzuändern und dann ist aber nichts passiert. Möchte ich das jetzt ändern, ist die Frage. Ich denke, das andere Café werden wir auf jeden Fall noch verwursten, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Gerade passt das alles sehr gut zu dem hier. So. Hatte sich gemerkt. Vier-Pfoten-Café bleibt. So, was hatten wir da drin? Eis, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich habe irgendwie das so in Erinnerung, dass die Tiere dann irgendwie... Die Katzen oder die Hunde oder sowas dann... Sowas bringen. Nee, das ist scheiße. Denke ich, bleib bei dem Kleinen und dann vielleicht hier noch eins mehr. Und zwar habe ich jetzt noch eine Idee. Ich möchte, glaube ich, das hier erstmal wegpacken. Das kommt da noch irgendwo hin. Ich packe das jetzt erstmal dahin. Und wir packen jetzt hier eine große Wiese einfach mal hin. Sonny hatte mir reingeschrieben, sowas wie ein Fußballfeld könnte man ja machen. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit einem Fußballfeld zu designen. Aber man könnte ja zumindest andeuten, man könnte da Fußball spielen. Denke ich mir. Okay, das passt nicht. Oh Gott, drei weit weg. Das ist schon heftig. Damit da ein Brunnen vorpasst. Obwohl, wir haben da schon einen Brunnen. Ganz ehrlich, das lasse ich. Oh nö, ey, ich hasse das, ne? Immer bei diesen Mod-Gebäuden,
Dass die so eine komische Hitbox haben, wenn man die abreißen möchte. Das ist echt anscheinend so eine Feinarbeit, die sehr viel Zeit braucht. Also Feintuning, was der Mod-Ersteller dann nicht die Zeit investiert, damit man das auch noch perfekt gut abreißen kann. So, das war eine Post. Muss ich natürlich die Post erstmal wieder finden. Stadt. Bushaltestelle brauchte ich auch noch hier hinten, ne? Hatte doch jemand gemeckert. Ah, ich setze hier erstmal so eine Poststelle einfach hin. Bushaltestelle, mein Gott. Bin ich schon mit dem Heimgedanken bei der Post. Post, Post, Post. Wo ist die Post? Öffentliche Gebäude. Auch hier nicht. U-Bahn. Post. Überlappender Radius? Was? Ich hatte doch hier genau, hier hatte ich doch auch vorher eins. Ah, rechts ist ein Briefkasten. Okay. Aber es geht eh nicht diagonal, perfekt drüber, ne? Hier haben wir einen Slot jetzt frei und hier haben wir, glaube ich, zwei frei, ne? Ja, genau. Also es geht nicht genau über, gegenüber. Das ist ein breiter als das Teil hier. Leider. Ja, doch ein Zaun. Oder gar kein Zaun und wieder diese Büsche hier. Irgendwas muss hier als Ding hin, aber ich weiß noch nicht genau was. Irgendwie so. Eigentlich eher die Frage, wie breit wird das hier eigentlich? Ja, doch, das geht gut. Guck mal. Das kann man so machen. Hier könnten wir eine Diagonale jetzt reinsetzen. Ja, das finde ich gut. Wollte ja sowieso noch so eine Diagonale mehr setzen. So, und jetzt versuchen wir das mal wirklich nur so eine kleine Gasse zu machen. So. Wird das jetzt hier eine Straße? Hier haben wir eine Straße. Aber ich denke schon. Ich denke, wir machen es so. Und hier muss gar keine Straße lang. Hier können wir, glaube ich, ganz gern mal wieder so einen diagonalen Weg hier mit basteln. Und den Zypressen, die wir sonst immer ganz gern nutzen. So. Und diese Zypressen hier. Aber so bitte. Was hier, meine ich. Aber das ist ganz geil. Ja, wie breit mache ich das denn? Macht das ja nicht nur so. Aber so ist auch schon wieder richtig breit. Habe ich das Gefühl. Schauen mal. Jetzt brauche ich das Pflasterzeug aber noch davon. Hast du das? Ja. So. Mist. Ich würde am liebsten hier erst was haben. Aber ist eigentlich auch scheißegal. So ein bisschen zu diagonal jetzt hier an der Stelle. Aber es hat eine Rundung. Willst du machen? Aber das ist halt das Problem. Wenn man es so hat, dann ist es breiter als jetzt hier dieser Weg. Und wenn ich jetzt hier nochmal so mache, ist es halt richtig weit diagonal. Ich glaube, ich kriege es nicht besser hin. Vor allem, wenn ich die Zypressen im perfekten Abstand haben möchte. Ich denke, es wird so bleiben. So, jetzt machen wir hier das dunkle Gras. Aber ich kann mir auch vorstellen, einfach nur so ein paar Büsche. Ja.
die geilsten gerade erwischt. Ich brauche ein bisschen mehr Farbe. Dem Ganzen ganz gut tun. Und hier nochmal. Jetzt sind noch Weißes. Richtung. So, hier darf gerne so ein Busch sein. Haben wir noch irgendwo Platz? Das ist tatsächlich alles drei Busch. Dann machen wir eins mit Farbe. Jetzt eins rotes Ding hier. Ja, so ist gut. Ja, obwohl die Ecke ist jetzt auch nicht so geil, ne? Kann man eher hier so machen. Die Türen offen. Haben wir es hier hinten zumindest zu, auch mit der Wand. So ist geiler, ne? So ist geiler. Also hier wären Türen ganz cool, aber ich mag es, glaube ich, lieber so. Hier kann die Tür an der Seite ruhig offen sein. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn das jetzt ein Fußballplatz wäre, also den wir jetzt hier hinbauen, dann könnten das hier zumindest so Abstellkammern sein, also so, ne, für das Sportzeug, das man dann rausholt. Wir haben ja auch hier vorne, ja okay, ist schon ein Stück, ne? Hier haben wir eine Schule. Also ich meine, unser Weg zum Sportplatz damals waren auch ein paar hundert Meter. Wir mussten auch von unserer Schule ja raus, dann über eine Brücke, über einen Kanal und dann noch ein Stück. Und dann waren wir erst bei dem Sportplatz, also bei dem Sportplatz, der draußen war. Der war halt beim Schwimmbad bei uns. Und wir hatten natürlich eine Sporthalle auf dem Schulhof, aber fürs Draußen, für den Draußensport, da musste man immer auch ein Stückchen laufen. Da hatte man schon keinen Bock mehr. So. Die Ecke hier. Da passt perfekt noch so ein Ding hin. Oh. Was sind der Dieb? Was machen die Büsche denn hier? Okay. Wo kommt die denn her? Ach verdammt, das war der richtige. Den hier brauche ich. Ach so. Hä? Warte mal. Warum? Ist das... Ach so, ist das hier nicht das Richtige? Ich glaube, das war so ein weißes Ding hier. Wo noch eine Straße drunter ist, damit das mehr Reichweite hat. Aber mir reicht jetzt tatsächlich der normale Kram. Haben wir den hier? Ornament. Ne, da kann man auch drunter herbauen. Dann suche ich den halt selbst raus. Das, nee, das ist ja auch nicht. Ich brauche ja den mit Straße. Der hier ist es. Ach du Scheiße. Yo. Alles klar, Leute. Alter, ist das hell. Ich hatte übrigens in den Grafikeinstellungen mal ein bisschen was runtergeschraubt, einfach um ein bisschen FPS zu bekommen. Und habe die Beleuchtungsqualität auf Mittel gesetzt. Also ist auch das Einzige, glaube ich, so richtig. Hier die Beleuchtungsqualität, die hatte ich auf Mittel gesetzt, dachte so, ja, da kriege ich bestimmt noch ein bisschen mehr FPS raus. Also alles andere finde ich nämlich wichtig und der Beleuchtungsqualität mal gucken, wie das so ist. Und auf Mittel hat man das Leuchten einfach gar nicht mehr. Deswegen hatte ich auch bei dem, falls euch das im Zeitraffer aufgefallen ist, hatte ich erst hier kein Licht und dachte ich so, hä, warum habe ich denn hier kein Licht? Das sind doch Laternen. Das war weird. Wo war ich jetzt gerade? Hier war ich. So, da müssen wir nochmal ran. Ich setze jetzt erst alle Straßen. Und connecte das jetzt noch nicht. Wo mache ich es jetzt als erstes dran? So. Ja, siehste, hat schon funktioniert. Jetzt haben wir da eine Laterne stehen. Da dürfte ruhig noch eine zweite Laterne stehen, aber eigentlich wäre es sogar besser, wenn da gar keine Laterne stehen würde. Ja, okay, jetzt haben wir natürlich das Teil hier. In einer komischen Position. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie man das jetzt hier macht. Eigentlich würde ich den Rasen bauen, aber kommen wir dazu nicht. Ich würde das gern verbinden, aber sieht das überhaupt aus? Das ist echt noch eine große Lücke. Ich dachte eigentlich, die Lücke wäre kleiner von dem Ding. Irgendwie fand ich das ganz cool.
man das so macht. Ja. Ich will jetzt irgendwas hin. Aber was? Nee, du nicht. Zeitungsstand geht eigentlich immer. Und dann so. Dann setzen wir hier. Ah nee, warte mal, du bist. Nee, du müsstest eigentlich richtig sein. Ich habe doch die Lücke jetzt hier gestopft. So ungefähr. Ja, ich denke, das kann man schon so machen. Soll halt so ein Gebäude, was so ein bisschen drüber geht. Ne? Das kann man dann noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel auch so Casino-Gebäude. Dann passt das hier vielleicht auch besser rein. Na gut, das haben wir jetzt hier noch nicht. Aber dann kann ich hier noch ein bisschen farblich was anpassen. Das sollte schon irgendwie gehen. So, und jetzt kommen wir hier mal zu. Jetzt haben wir hier hinten noch recht viel. Also hier muss auf jeden Fall nochmal so eine kleine Straße entlang. Mir aus sowas hier. Damit die Fahrzeuge hier raus können. Wird übrigens auch knapp, ne? Neue Prestigestufe, schon wieder. Alter, also ich hatte die noch. Ich glaube, als ich hierbei war, hatte ich schon eine neue Prestigestufe bekommen. Oder war das... Vielleicht habe ich auch wieder was weggerissen und dann wieder gebaut jetzt. Dass die wieder kam. Stufe 15 sind wir mittlerweile mit 22.000 Attraktivität. Das kann man sich doch so sehen lassen. Also ohne Mods wäre das Ganze ja nicht möglich, so eine Attraktivität hinzubekommen. Also ich glaube nicht, dass ich das schon mal geschafft habe auf Stufe 15. Ich glaube, es ist Stufe 9 oder so. War das höchste. Hier fehlt noch ein Ding. Ich würde auch gern das Postauto haben als Ornament. Habe ich aber leider nicht. Oh, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Mist, ey. Ich darf gar nicht mehr so lange. Ein bisschen geht aber noch. 10 Minuten oder so können wir auf jeden Fall noch machen. Stunde 20 Minuten seid ihr ja mittlerweile gewöhnt. Nee, hier sind die nicht bei. Wo finde ich die? Morality. Hier sind die Fahrzeuge. So, hier sind Fahrzeuge. Wir hatten hier zumindest ein grünes. Vielleicht können wir das nehmen. Ist natürlich ein Bus jetzt an der Stelle. Und keine Kutsche. Aber Kutschen haben wir halt... Hier, das hätten wir als grüne Kutsche. Aber das ist halt Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei. Die haben wir halt. Von daher, was ist das denn nochmal für eine schöne Kutsche? Ist auch voll geil, ne? Für das noble Personal oder also für den noblen Kreis, der König. Der ist gerade bei der Post zu Besuch. So, machen wir's. Was sind hier denn nochmal so für Sachen bei? Alter, voll die schöne Laterne. Oh, die muss ich mir mal merken. Ich habe schon häufiger Laternen gesetzt. Glaube ich. Oder wollte ich? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich nicht hier irgendwo mal... Genau, hier. Ah, okay, das ist gar nicht so anders. Hier sehen die auch so aus. Ist nur die Farben so ein bisschen anders. Huch, hier bin ich richtig. Gelbe Blumen und gelbe Bänke. Ja, okay, dann ist nicht so allzu wild. Dann habe ich ja nicht so wirklich was verpasst. War es das? Oh, Gott sei Dank ist das Ding nicht weggerissen. Das sind die ganzen Stadtornamente, beziehungsweise Lampenornamente. Hier haben wir auch noch sowas, ne? Oh, ey, was macht man damit? Das könnte man in so einem Museum halt gut hinsetzen irgendwie. Ich finde das eigentlich voll geil, daraus irgendwas zu bauen. Aber es ist halt dann auch, keine Ahnung, sowas hier. Man könnte so ein Tempel irgendwie bauen, ne? Wäre halt cool für so ein Museum. Gibt es ägyptische Ornamente in einem Museum, ist die Frage. Haben wir da irgendwas? Nordische sagen Jura, Totenkopf, Bronzezeit. Wenn dann eher wahrscheinlich jetzt hier in der Richtung. Ja, sowas hier. Diesen Kram. Vielleicht baue ich nochmal ein Museum, das so ein bisschen eine... Ja, ägyptische oder wie auch immer. Diese ganze Ecke da.
da ein bisschen darstellt. Hier hin. So. Dann würde ich sagen, finde ich das hier schon mal nicht verkehrt. Haben wir hier so ein bisschen einen Parkplatz. Das ist jetzt Betonboden. Dann machen wir das damit auch. Dann sollten wir aber vielleicht auch das hier anpassen. Und auch auf Beton trimmen. Genauso wie den Kram. Darf ich dich noch ändern? Nee, nicht so. Ach, du kannst noch diagonal gestellt werden. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Mal, dann machen wir... Ich hasse es. Die Hitbox. Legt mich wieder auf. Hallo. So. Betonböden. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem. Müssen die auch hier oben überall hinsetzen, ne? Warte, das meine ich halt. Meine Maus ist hier hinten irgendwo und ich habe trotzdem diesen LKW, ne? Das ist... Oh, das trägt mich auf, ne? Da werde ich ganz fuchsig. Oh nö, jetzt habe ich da schon wieder eins hingesetzt. Ich nicht hin. Jetzt habe ich schon wieder da eins gesetzt. So, Moment. Das setzen wir dich da hin. Wo setzen wir dich hin? Fährst du gleich wieder weg? Ja, irgendwie so. So, dann setzen wir dich da hin. Nein. Aus. Himmelarbeit. Okay, und jetzt... Also wir könnten natürlich auch diese bunten Büsche nehmen. Darf ich da überhaupt noch was hinsetzen? Das sah gerade nicht so aus. Nee, ich habe hier auch das Falsche genommen, glaube ich. Der Top. Habe ich irgendwie den falschen Betonboden genommen? Habe ich, glaube ich, den genommen von hier, wa? Ich setze dich einfach so hin. Da kommt ja eh was rüber. Eigentlich sieht man es wahrscheinlich sowieso nicht, dass da was ist. So, hier fehlen natürlich komplett die Bäume. Will mich halt komplett verarschen. Aber ich denke, das kriege ich jetzt gerade eh nicht hin. Wenn es sich eh ändert, juckt es ja auch nicht. Hauptsache, es ist ein bisschen Grünfläche da. So, kommen wir jetzt endlich mal dazu hier. Eigentlich ist das blöd hier an der Ecke. Also klar, der Bolzplatz sollte so ein bisschen rechteckig sein und nicht komplett im Quadrat. Weil das sieht sehr quadratisch gerade aus. Also vielleicht macht man hier sowieso sowas. Ja, das sieht auch scheiße aus. Wenn dann wahrscheinlich eher mit dem Pflaster. Aber was macht man dann dazwischen noch? Bäume. Eine Baumreihe. Das könnte echt ganz gut aussehen mal. Das mache ich voll selten. Aber einfach mal so eine Allee mit Bäumen. Natürlich geht das nicht ganz auf. Wäre auch zu schön gewesen. Drei. Ja, toll. Machen wir jetzt Doppelbaum. In der Mitte. Hauptsache symmetrisch. Was ist das denn hier? Hä? Gehörst du dazu? Ja, tatsächlich. Hä, das ist ja lustig. Das Schild ist dann auf der Straße. Können wir das auch so hinsetzen? Finde ich auch nicht so verkehrt. An dem Gebäude. Das ist mir noch nie aufgefallen. Finde ich irgendwie ganz cool. So macht man jetzt so Büsche dazwischen. Oder einfach nur Gras. Mach mal Büsche. Ich mach mal es mal richtig dick grün. Okay, und jetzt brauchen wir Wiese. Moment. Ich mache Streifen. Das machen wir dann einmal hiermit. Wir haben nämlich noch ein anderes Gras.
Ja, hier wird es jetzt ein bisschen schwierig. Das ist einfach so, denke ich. Kommt von mir aus noch so ein Baum hin. Ich weiß gar nicht, war das hier, das hier, glaube ich, was ich immer genommen habe? Ich glaube schon. Einfach das hier nochmal rüber. Und dann haben wir nämlich gestreiften Rasen. So einen geilen Fußballplatz. Was man jetzt natürlich noch machen könnte, wäre mit solchen Wegen hier irgendwie so ein Muster reintun oder sowas. Aber da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Das ist halt nicht so geil, wie wenn das ein weißer Streifen wäre. Natürlich ist das eine gute Notlösung. Das ist jetzt der Bereich, wo ich ein Tor hinsetzen könnte. Und das hier auch. Ja, ich denke, das ist auch ganz gut. Haben wir denn eine Dreifachmitte? Es sieht so aus. Ja, super. Wo muss ich dann gucken? Hier drunter. Also man könnte sowas hier nehmen oder sowas als Tor. Ist nicht das geilste Tor, ne? Aber soll ornamental auch noch irgendwo nach was aussehen. Selbst wenn das hier kein Fußballplatz ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man sonst als Tor nehmen könnte. Ich meine, wir können da auch alles andere hinmachen, ne? Muss man auch überlegen. Reißt euch nochmal weg. Wir können da auch sowas hier reinpacken. Das ist natürlich auch kein Tor. Das ist definitiv kein Tor. Ah, das eigentlich auch nicht. Weihnachtstor, ha? Ah, nur 1800. Oh, das ist so geil, ey. Das ist Weihnachten, ne? Wintergirlande. Oh Mann, ich würde schon ganz gern einen Weihnachtsmarkt bauen. Ich kann nur nicht über meinen eigenen Schweinehund wegschauen. Das geht auch. Eine Glocke. Mit so Bannern. Oh, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, das ist auch so das Beste, was man vielleicht nehmen könnte. Oh, ich glaube, du bist falsch. Hier hin. Ich glaube, das ist aber ganz cool, also als Tor. Klar, da ein Netz fehlt und so weiter. Hauptsache, aber man hat so eine... Man hat so ein Ding hier. Ich meine, sowas hatten wir hinter der Maus auch damals. Einfach nur aus ein paar Brettern. Einfach ein Rechteck. Hauptsache, wir hatten ein Tor. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, passt auch. Ist wahrscheinlich ein bisschen breiter als normales Fußballfeld. Oder halt, ne, nicht ganz... Nicht ganz passend. Wir haben, glaube ich, auch keine Mitte, ne? Also ich könnte hier auch jetzt nicht sagen... Obwohl das hier... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, tatsächlich, das hier ist die Mitte. Wenn man jetzt hier irgendwie einen Kreis drin machen würde. Ich versuche es doch nochmal ganz kurz mit den Dingern. Ob das vielleicht auch gut aussieht. Ich glaube aber nicht. Also wenn er überhaupt, dann müsste auch hier zumindest das Ding. Aber vielleicht... Mutet es dann mehr nach dem Fußballplatz an, wenn hier zumindest ein bisschen als Markierung was drin ist. Ja, also wahrscheinlich muss ja auch der Strafraum noch rein. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ich lasse es trotzdem so. Ich möchte, glaube ich, nicht noch mehr... Also wenn ich hier auch den Strafraum mache, dann haben wir so zwei Plätze frei. Dann wird es sogar noch offensichtlicher, dass es nicht allzu breit ist. Überlegen, ob ich einfach so eine Linie drumherum ziehe. Weil irgendwie fast fehlt hier an den Seiten. Also irgendwie ist es zu breit. Nicht lange noch. Vor allem, weil die Tore ein bisschen zu weit vorne stehen. Na, das Tor ist eigentlich ein weiter hinten. Aber das kriege ich hier halt nicht wirklich hin. Also hier könnte noch das Tor stehen. Ah, Moment mal. Ja, ich denke, das passt schon. Ich habe jetzt auch die Streifen drumherum gemacht. Jetzt ist natürlich diese Ecke so ein bisschen, ne, so provisorisch halt so ein Fußballplatz rausgemacht. Das ist jetzt hier ein bisschen Dorn im Auge, die Ecke. Ich weiß auch gar nicht, können wir die... Oder kann ich das rein theoretisch hier vielleicht sogar anders machen? So und so und so. Und dann das dahin. Ja, doch, das passt, glaube ich, besser. Ja, dann haben wir zumindest die Ecke da ein bisschen schöner.
Aber ja, so ist doch schön. Dann schießt man hier ein Tor, dann landet er im Fluss, da muss irgendjemand reinspringen. Wird von den Stromschnellen mitgerissen, wird hier drin zersäbelt. Das ist doch toll. Tolle Fußballgeschichten hier werden hier geschrieben. Aber wir haben jetzt hier zumindest einen Fußballplatz. Wie gesagt, der ist mir immer noch ein bisschen zu breit eigentlich. Ich müsste den wahrscheinlich ein bisschen schmaler machen. Oder generell müsste er eigentlich viel größer werden. Aber ich möchte den halt nur als kleines Ornament irgendwo am Rande haben. Und so klein ist er halt dann auch nicht mehr. Also ich denke mal, wenn man hier drüber guckt, dann ist er schon recht groß. Das passt schon so. Kleinen Fußballplatz. Können die hier ein bisschen trainieren, können später in Südamerika, gerade das, können die in den Fußballstadion antreten, in der Weltmeisterschaft. Dann passt das wohl. So, haben wir die Ecke hier so ein bisschen gebaut. Ich wollte eigentlich noch dieses komplette Eck fertig schaffen, aber naja, ihr wisstet, ist alles ziemlich schwierig. Ich mache auf jeden Fall die Innenhöfe dann noch bis zur nächsten Folge und vielleicht machen wir dann auch hier noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.